Riesige Flammen und meterhoher schwarzer Rauch bedecken den Himmel. Was einst ein Auffanglager in Bangladesch für Hunderttausende Menschen war, ist jetzt nur noch Schutt und Asche. Tausende von Angehörigen der Rohingya beobachten den Brand aus der Ferne. Einige versuchen, ihre persönlichen Sachen, die sie noch retten konnten, mitzunehmen. Feuerwehr, Polizei und Armee sind vor Ort. Der Schaden des Brandes konnte jedoch noch nicht abgeschätzt werden. 2017 wurde die muslimische Minderheit von der Militärgewalt im mehrheitlich buddhistischen Myanmar getötet, misshandelt und in die Flucht getrieben. In Lagern in Bangladesch leben sie seitdem zu Millionen, dicht an dicht, in Camps wie diesen. Die Vereinten Nationen bezeichnen die Verfolgung der Rohingya in ihrer Heimat Myanmar als Völkermord und das Militär wird wegen der Verfolgung von der internationalen Gemeinschaft stark kritisiert. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.